20 Euro, 200 Gramm, Digga, gönnt euch. So, Digga, Geschmäcker sind immer anders. Mir kann das schmecken, die kann es nicht schmecken. Hamudi TV, was geht, Brudi? Wisst ihr, was ich mal, worauf ich hinaus will? Deswegen will ich euch schon was zeigen, okay? Hab ich noch nicht gekauft, hab mir überlegt, hab ich in Erwägung gezogen, aber der Preis war mir zu teuer. Mal schauen, was der Buddy hier sagt dazu, ja? So in der Art. Digga, normal, der Real Talk aus dem Auto. Ja, Digga, das ist gemütlich, Mann. Zwar nur ein kleiner verkackter Lupo, Digga, aber Alhamdulillah, Digga, der bringt mich überall hin. Digga, letztens auf Instagram habe ich Jumbroke und Mois markiert und Jumbroke ist zweimal auf Story gegangen, Digga, auf beide Stories, Mann. Das war echt geil, Mann. War ja echt ein geiles Gefühl. Das ist schon geil, wenn so große YouTuber, sag ich jetzt mal, einfach so mal auf dein Profil gehen und gucken. Zwar antworten die dir nie oder so, aber die gucken halt. Und das zeigt auch nochmal ein bisschen was von Realness. Andere gucken gar nicht, aber zum Beispiel Jumbroke. Digga, da weißt du, okay, hinter seinem Instagram-Profil hockt wirklich er und nicht tausend andere Leute. Weißt du, was ich meine? Viele haben Instagram-Profile, die blaue Haken haben oder sonst was, aber dahinter hocken gar nicht die selber. Die haben Leute, wofür sie bezahlen, dass sie für sie die ganzen Sachen machen, weißt du, wie ich meine? Und das war halt echt so, ich will jetzt zwar nicht lutschen oder so, aber es war echt real von ihm, Digga. Hätte ich nicht erwartet an dem Tag, Digga. Ich habe Spätschicht gehabt, nein gekommen, hab einfach so mal markiert, Digga. So in der Hoffnung auf nichts. Ich guck da einfach so Jumbroke, Digga. Und das ist so ein Gefühl, Alter, das macht dich echt happy, Digga. Was geht heute noch? Digga, eigentlich nicht viel. Heute chill ich nur. Nachbar hat gleich Geburtstag. Ja, die haben jetzt alles vorbereitet. Da hocken ein bisschen danach. Keine Ahnung, Digga. Am Abend will ich heute auf jeden Fall COD zocken. Hab wieder richtig voll Bock drauf. Ja, hab wieder mit Sport angefangen, worauf ich auch Bock hätte, Sportvideos zu machen. Von 0 auf 100 zum Beispiel, wie ich aussehe und wie ich da vielleicht in 2 Jahren oder so aussehe. Weißt du, was ich meine? Ja, heute auf entspannt, Digga. Die Woche hat mich zerlegt, Hamudi. Digga, ich rauch gerade Darkside Wildberry Base, gemischt mit Almassiva, handgemacht und illegal. Mit der Pfeife, die ich euch noch vorstellen werde, und dem Kopf. Boah, Digga, ich weiß nicht, ob ich heute COD streamen soll. Und wenn ich streamen soll, soll ich auf YouTube oder auf Twitch? Wie da mal fast, gell? Ja. Ja, ja. Muss ja Kohle reinmachen. Ja, der Massiv, der neue Massiv-Tabak ist geil. Also je nachdem, auf was ihr Bock hättet, Leute. Noob Shisha Kaufempfehlung geht raus. YouTube. Ja, müssen noch kurz zu Saturn fahren und... Von Black Horus habe ich gehört, aber nicht probiert, Digga. Sen ne yapacaksın? Her taşı geçeyim ya şimdi. Sen balkon işine ne diyorsun? İyi var bu ara. İyi gel. Voll geil. Şartı sen soğuk asır ha. Çünkü çok onda bir şey gördüm de. Ja, Darkside mit Almassiva gemischt. Läuft echt brutal. Florian Rutz, moin. Servus, Digga. Digga, ich hab jetzt Bock auf Bacardi Rutz bekommen. Ja, das ist Neu-Ulm, oder? Neu-Ulm, ja, ja, ja. Ja, ja, aber größer. Größer, ja? Unser wird 3 Meter breit und 6 Meter lang. Ja, ja. Mega. Aber voll geil. Super. Der Wirbelkörper für Winter, so 40 Grad. Nee, haltet schon einiges aus. Ohne Sormalis. Du hast ja kein. Guck mal, ihr habt früher Terrasse gehabt. Ich hab. Aber Terrasse ist was anderes, weißt du? Okay. Ja, aber die war klein. Senor da draußen, weißt du? Ja, war klein. Und drunter war Wohnung. Statik, ja, und errechnet habt mal da. Und drunter war Wohnung. Ich hab 3000 Meter Pool aufgebaut. Ist nichts passiert. Das war geil. Ja. Genau. Ja, auf jeden Fall, Alter, wenn ich stream, dann schon, glaub, auf YouTube. Muss ja ein LAN-Kabel holen. Dass es auch nicht leckt. Warzone oder so vielleicht mal. Ja, Leute. Ich wollte einfach mal mich kurz nochmal melden bei euch. Einfach nur sagen, was geht. Ist jetzt ein bisschen länger geworden. Ja, wenn ihr Bock habt, Leute, ja, machen wir das heute Abend. Auch wenn es ein bisschen später wird. Keine Ahnung, wie ihr Bock habt. Je nachdem.
Ich würde sagen, in dem Sinne, meine Freunde, ich hau ab. Peace.